Herzlich willkommen. Ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin mit Tim und Kims Vertretung Greta. Wir stellen euch heute die Komödie wie ausgewechselt vor. Dave ist ein erfolgreicher Anwalt und fürsorglicher Familienvater. Sein bester Freund Mitch dagegen ist ein in den Tag hineinlebender Single ohne Verpflichtungen. Doch beide sind sehr unglücklich und würden am liebsten mit dem anderen tauschen. Ich will damit nur sagen, ich beneide dich um dein Leben, Mitch. Ich beneide dich um deins. Ich wünschte, ich hätte dein Leben. Mitch, wieso bin ich in deiner Wohnung? Mach die verdammte Tür auf! Ich wusste es. Wie ausgewechselt ist halt so eine typische Buddy-Switch-Komödie, wo einer auf einmal im Körper des anderen erwacht, dann halt dessen Leben annimmt, damit zurechtkommen muss. Es erinnert so ein bisschen an Big mit Tom Hanks oder 30 über Nacht mit Jennifer Garner. Das heißt, so die groben Handlungsmuster sind halt eigentlich bekannt und es gibt halt nur so ein paar kleinere Überraschungen. Ja, doch in einem muss ich sagen, unterscheidet er sich ganz stark von den anderen Filmen, und zwar ist das der Humor. Also der ist ja stellenweise doch ziemlich derb, also ja. Man könnte schon sagen, abgesehen von den nackten Frauen, das ist ein wirklicher Männerfilm. Was ist, wenn Jamie heute Nacht mit mir schlafen will? Du wirst nicht mit meiner Frau schlafen, Mitch. Oh mein Gott, gleich geht's los. Ich hoffe, sie mag es bizarr. Ich werde sie so richtig rannehmen. Oh mein Gott. Das thailändische Essen nicht. Oh mein Gott. Wer mir besonders gut gefallen hat, war auch der Jason Bateman, weil der einfach seine Rolle unheimlich gut gespielt hat. Genau, also ich mag ihn halt auch total gerne. Er hat ja jetzt auch schon in den vergangenen Jahren in Komödien wie Kill the Boss, Umständlich verliebt oder All Inclusive halt überzeugt. Und was ich halt besonders schade finde, ist, dass er halt viel noch gar kein Begriff ist. Weil er hat ja in den vergangenen Jahren auch eher so Nebenrollen gespielt, aber da halt schon gezeigt, was er für ein unglaubliches Schauspielpotenzial hat. Ja, wo du schon sagst, mir war er nämlich vorher überhaupt kein Begriff, muss ich sagen. Während Ryan Reynolds, den kennt man einfach, den hat man in Selbst ist die Braut gesehen und da war er auch ziemlich gut. Aber hier in dem Film, muss ich jetzt sagen, hat er mich schauspielerisch ein bisschen enttäuscht. Nämlich während Jason Bateman einfach nach dem Körpertausch die Macken des Mitch so gut übernommen hat, hat Ryan Reynolds die Eigenheiten irgendwie von dem Dave nicht so gut verkörpert. Ihr beide solltet mal miteinander ausgehen. Du bist doch jetzt Single, Mitch. Warte, was? Wie ist es, mit Dave zu arbeiten? Ehrlich gesagt war ich ganz schön verknallt in Dave. Oh nein, das ist nicht wahr. Aber er ist verheiratet. Richtig, also selbstverständlich. Ist das, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Extrem verheiratet. Mit Wie ausgewechselt haben die Drehbuchautoren von Hangover so eine solide Standardkomödie abgeliefert. Zwar haben sie sich manchmal ein bisschen im Ton vergriffen, dennoch hatte der Film einige Lacher. Gebe ihm deshalb 6,5 von 10 Punkten. Ja, ich muss auch sagen, es ist eine Komödie, um einfach mal den Kopf abzuschalten. Auch ich musste ein paar Mal lachen, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal ansehen, muss ich sagen. Du, Greta, weißt du, worüber ich gerade so ein bisschen nachgedacht habe? Du studierst da noch. Das muss doch voll cool sein, wenn du irgendwie noch total viele Freiheiten hast, kaum berufliche Verpflichtungen. Hey Tim, du hast einen Job, du kannst hier jede Woche mit Kim das Kinomagazin moderieren. Das ist doch viel besser. Ja, ich will damit nur sagen, ich beneide dich um dein Leben. Ich beneide dich um deins, Tim. Ich wünschte, ich hätte dein Leben. Oh mein Gott!